Wenn du produktiv mit dem iPad arbeitest, so bist du natürlich darauf angewiesen, dass deine Daten in Sicherheit sind. Du musst also permanent ein Backup machen. Wenn dein Gerät gestohlen würde oder falls es kaputt gehen sollte, so kannst du dann deine Daten problemlos wieder aus dem Backup auf das neu erstandene oder reparierte Gerät zurückspielen. Wenn du in der iCloud angemeldet bist, so ist das Backup im Prinzip schon vorbereitet. Du siehst hier unten ist bei mir jetzt das Backup aktiviert und ich sehe hier auch, dass gestern um 16:22 Uhr das letzte Backup erstellt wurde. Jetzt kommt es manchmal zu Problemen, weil es zu wenig Platz hat. Ich habe sehr viel, weil ich nachträglich noch zusätzlich Speicherplatz gekauft habe. Wenn du eine Fehlermeldung bekommen solltest, dass es zu wenig Platz hat, so kannst du mit ein paar Maßnahmen da wieder Platz schaffen. Zunächst einmal unter Fotos, das habe ich deaktiviert. Ich will also nicht, dass all meine Fotos gleichzeitig auch in der iCloud lagern. Insbesondere Videos brauchen natürlich sehr viel Platz. Wenn ich mal ein Foto auf einem anderen Gerät aufrufen möchte, so lagere ich es meist über die Dropbox oder die Schulwolke oder einen anderen Cloud-Dienst aus. Ebenso kannst du unter iCloud Drive schauen, welche Apps das darin Daten speichern können. Die meisten machen das nicht automatisch, sondern es ist einfach nur aktiviert, aber trotzdem gibt es viele Apps, die eigentlich gar keinen Zugriff auf diesen Cloud-Speicher brauchen. Also hier kannst du ein paar noch deaktivieren ohne Probleme. Und jetzt zu guter Letzt das Backup selber. Wenn du da auf Speicher tippst, so siehst du, wie viel Speicher du in der iCloud hast. Ich habe also noch knapp 18 GB zur Verfügung. Bei dir ist das Maximum überhaupt 5. Mit Speicher verwalten siehst du, wenn du mehrere Geräte hast, welches wie viel Speicherplatz belegt. Du siehst hier unten, welche Apps Daten belegen. Hier könntest du auch Daten direkt aus der iCloud löschen. Und in diesem Fall jetzt tippe ich auf das Backup dieses iPads. Die Größe wird mir angegeben. Wie gesagt, ich habe deutlich mehr Platz als du. Und ich sehe hier auch gleich die Speicherfresser. An deiner Stelle würde ich die Fotomediathek deaktivieren. Ich mache es jetzt aber wieder rückgängig, weil die braucht extrem viel Platz im Normalfall. Und im Prinzip brauchst du die Fotos ja nicht in diesem Backup, sondern die Fotos, die dir wirklich wichtig sind, die kannst du auch in einen anderen Cloud-Dienst auslagern. All deine Selfies, die wären halt verloren, aber ich denke, das ist zu verschmerzen. Ebenso siehst du hier nun weitere Speicherfresser. Wenn ich alle Apps anzeigen tippe, so siehst du GarageBand, iMovie, das sind so die typischen Kandidaten, die man aber auch problemlos rauslösen kann, weil man eben diese Daten auch gezielt auf einen Cloud-Dienst speichern kann. Das musst du allerdings machen, wenn du sicher sein willst, dass dein Film in Sicherheit ist, dann solltest du ihn direkt aus iMovie in einen entsprechenden Dienst wie die Schulwolke, Google Drive oder Dropbox auslagern. Zu guter Letzt gehe ich wieder auf die oberste Ebene dieser iCloud-Einstellungen, was du auch kontrollieren solltest, dass hier mein iPad suchen aktiviert ist. So wird es gefunden, falls du es mal verlieren solltest oder falls es gestohlen wird. Wenn du dich auf einem anderen Gerät anmeldest, kannst du dir dein Gerät auf einer Karte anzeigen lassen. Voraussetzung ist, dass dein Gerät in der Zwischenzeit mal angeschaltet war.